Sega CD. Sega ohne CD. Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Chaos. Und wie ihr seht, ein Sonic-Spiel auf dem Sega CD. Was kann das sein? Natürlich nur Sonic CD. Ja, unser Timeline nachfolgend kommt nach Sonic 2, Sonic CD. Und das spielen wir heute auf einem schönen Sega CD-Emulator. Und ja, ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich hoffe ja auch, ist mal ein bisschen was anderes an Sonic, ein bisschen ungewöhnlicher. Ich werde gleich darauf eingehen, warum. Aber jetzt müsste erstmal gleich das Intro kommen und das schauen wir uns an. Ach, wie wunderschön dieser Soundtrack ist. Gerade das Titellied Sonic Boom. Ach, zaubert mir immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht. So, neues Spiel und auf geht's. So, Sonic CD Side Fact Nummer 1. Der Soundtrack ist mit zwei komplett verschiedenen Soundtracks rausgekommen. Einmal in Japan, einmal im Rest der Welt. Und ich muss sagen, ich liebe den Soundtrack der Rest der Welt. Der japanische, den viele sagen, der besser sein soll, kann ich so absolut nicht sagen. Da rappen im Intro irgendwelche Leute, ja, yeah, es ist Sonic, Super Sonic und so und so. Aber ganz ehrlich, ach, Sonic Boom ist immer noch das schönste Lied. So, Sonic CD, wie ich schon angesprochen habe, ein etwas anderes Sonic. Warum das Ganze? Ihr habt gerade schon gesehen, ein bisschen Pseudo-3D war drin. Außerdem hat Sonic einen neuen Move bekommen. Und zwar den Figure-8-Move. Den kann ich gleich nochmal schön zeigen. Hoppa. Aber ich habe gerade keinen guten Platz dafür. Ah. Hätte ich ihn euch mal gezeigt. So, der sieht so aus. Ist so wie der Spin-Dash, nur halt schneller um einiges. Ich zeige euch nachher nochmal, wenn es wirklich was bringt. So, die nächste Besonderheit, die Zeitschilder. Wir befinden uns aus dieser Insel, die ihr im Intro gesehen habt, die Robotnik versklavt, verkettet und in Eisen gehüllt hat. Und unser Ziel ist es, in die Vergangenheit zurückzureisen, als noch alles super war, um ja, die ganzen Sachen, die Robotnik hier gemacht hat, zu zerstören. Diese Insel hier erscheint nur alle 100 oder 1000 oder sonst was Jahre. Und dort gibt es eben Zeitsteine drauf, die die Zeit beeinflussen können. Und eben diese Zeitschilder hier. Ja, unser Ziel ist es, in die Vergangenheit zurückzureisen und alles wieder so hinzustellen, wie es früher mal war. Denn in jedem Level sind zwei Sachen versteckt. Einmal ein Hologramm von Metal Sonic, das kleine, liebe Hologrammtierchen quält. Und einmal ein Robotifizierer von Robotnik, der halt alle Sachen hier in Roboter verwandelt hat. Übrigens das erste Mal in einem Sonic, dass aus Robotern, zack, solche, naja, Samen rauskommen, die dann Pflänzchen pflanzen und keine wirklichen Tiere. Ein weiterer sinnloser Side-Fact. Naja, sinnlos ist es nicht. Ich will euch ja, oh verdammt, an dem Spiel teilhaben lassen.
indem ich ein bisschen rumfluche. Hier ist schon dieser Metal Sonic, das Hologramm. Bin ich jetzt schon ziemlich schnell draufgesprungen. Zeige ich euch später nochmal genauer. So. Die Zeitschilder, dazu auch später mehr. Wobei, warum denn nicht jetzt? Also, wie ihr gesehen habt, wenn ich ein Zeitschild berühre, erscheint es unten links in meinem HUD quasi. Und wenn ich dann eine gewisse Zeit, eine gewisse Geschwindigkeit aufrechterhalte, gelange ich in diese Zeit. Dann kommen eben diese Sternchen um mich herum und Sonic reist in die entsprechende Zeitperiode, die er ausgewählt hat. So, ich bin gerade zum ersten auf der Suche nach diesem Robotifizierer und zum zweiten versuche ich 50 Ringe zu sammeln. Denn auch hier gibt es wieder Special Stages. Die sind hier ein wenig sehr anders als in bisherigen Sonic-Spielen. Ich werde euch gleich noch zeigen, warum. Oh nein! Oh, puh, der wollte gerade ganz böse Sachen aus seinem Hintern rausschießen. Und ich will doch auf 50 Ringe kommen. So, wenn ich mich richtig erinnere, es müsste eigentlich hier irgendwo sein, dieser Robotifizierer. Ja, da hinten müsste schon irgendwo wieder das Ende kommen. Eigentlich hier oben drauf. Ich muss auch sagen, das ist eins der Sonics, also das ist eigentlich das Sonic, was ich am wenigsten gespielt habe. Da ich damals kein Sega CD hatte, sondern nur ein Mega Drive. Hier ist aber nichts, verdammt. Ja, nur ein Mega Drive, das ist quasi eins der Spiele, was ich erst in der Neuzeit dann bekommen habe. Das gab es damals richtig für einen PC, Windows 95 Version. Und das war auch der Zeitraum, wo ich es dann das erste Mal gespielt habe. So, langt mir jetzt, wir gehen jetzt einfach weiter. In der Hoffnung, dass da noch nicht das Ende kommt. Und in der Hoffnung, dass da der Robotifizierer kommt. Warum sammle ich den Robotifizierer? Also warum mache ich die kaputt? Erstens, um den kleinen Viechern hier eine schöne Zukunft zu bereiten. Und zum anderen, weil ich dadurch auch bloß das gute Ende von Sonic CD kriege. Indem ich alle diese, in jedem Level diese Robotifizierer kaputt mache. Hier oben müsste er sein. Ja, hier ist er. So, komm schon. Zack. Nein. Oh, das war cool. Mit der Explosion des Robotifizierers habe ich dieses andere Viech auch vernichtet. Ach ja, na klar. Denn wenn ich den Robotifizierer vernichte, werden alle gegnerischen Roboter zerstört sofort in dieser Welt. Das heißt, es gibt nur noch Stachelfallen oder sonst was, die mir das Leben schwer machen können. So, ab in die Special Stage. Die ist auch sehr, sehr anders. Ist so ein bisschen, wie gesagt, 3D und ja, sehr, sehr schwer. Also einer der schwersten, aber ich glaube, ich habe mich langsam dran gewöhnt. So, schauen wir mal. Ziel hier ist es, diese UFOs kaputt zu machen. Ganz oben in der Mitte seht ihr meine Zeit, die ich dafür habe. Sollte ich ins Wasser fallen, verliere ich Zeit. Das müsstet ihr gerade gesehen haben. Das Wasser hier ist das Schlimmste. Wow. Hoppa. Ja, oh, das läuft, das läuft. Wie das läuft. Nein, aus dem Wasser raus. So, wie gesagt, Wasser ist ja das Schlimmste. Danach kommt gleich die Steuerung. Los, 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 Sonic. Nein. Drehen, drehen. Nein, ins Wasser. Ah, zack, geschafft. Noch halbe Minute. Das sollte reichen für den letzten. Bisschen Gas geben. Und jetzt... Jawohl. Sehr schön. Ja, keine sehr einfache Special Stage. Ich habe keine Ahnung, ob die später schwerer werden oder nicht. Denn erst seit einem halben Jahr ungefähr, seitdem das Game Sonic CD für mein Android-Handy rausgekommen ist, erst seitdem kapiere ich halbwegs, wie man diese Special Stages macht. Und ja, ich bin halt noch nicht sehr weit gekommen bisher. Mit diesen Special Stages. Die Zeitsteine übrigens führen hier dazu, dass ich ein gutes Ende bekomme. Das ist der zweite Weg. Man muss quasi nicht in jedem Level in die Vergangenheit und diese böden Robotifizierer finden. Sondern man braucht eigentlich theoretisch bloß diese Zeitsteine sammeln. Was eben auch nicht sehr einfach ist. Mann, ich will da hoch. Ich könnte mal den Figure 8 Move bewundern. Damit ist Sonic sehr, sehr schnell. Aber er schützt einen nicht vor gegnerischen Angriffen. So, jetzt muss ich hier mal eine schöne Stelle finden, wo ich die Vergangenheit aktivieren kann. Ja, das muss eine lange Stelle sein, ohne viel ja, Bremsen, denn ich muss die
die Geschwindigkeit aufrechterhalten und darf keine Richtungswechsel machen und sonst was. Ihr werdet es gleich sehen. So, zack, 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 zack. Und, nein, zack. Ihr habt gesehen, unten links, sobald dieses Zeitschild blinkt, heißt, es ist wirklich aktiviert. Das heißt, die Sterne kommen schon vorher, aber ungefähr 2-3 Sekunden, nachdem die Sterne kommen, fängt es an zu blinken. Und wenn ich dann abrupt anhalte oder so, ist dieses Zeitschild weg und ich muss mir ein neues suchen. Da es nicht unendlich pro Level gibt, kann es auch sein, dass man diese Vergangenheit niemals erreicht und dementsprechend auch die gute Zukunft verpatzt. Und das will ich auf keinen Fall. Deshalb suche ich jetzt verzweifelt nach einem neuen Vergangenheitsschild. Hier ist eins. Und eine neue Stelle, wo ich es auch dann wirklich einsetzen kann. So, das hier sieht doch ganz gut aus. Nee, hier kommt dann ein Sprung. Das hier sieht ganz gut aus. Hier komme ich dann durch. Muss ich hier mal schnell kaputt machen. Dann werde ich da hochgeschossen. Ah, da bremst mich es aber wieder ab. Es ist gar nicht so einfach, eine passende Stelle zu finden, diese auch einzusetzen. Ja, man will es eben kaum... Oh, das sieht gut aus. Man will es kaum verschwenden. So. Dem Spin hier, ab runter und... Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Vergangenheit, hier komme ich. So. Wunderbar. Und wie er abgeht. Schön, die Ringe hätten wir auch schon. Die nötigen, die wir brauchen. Da geht es in die Zukunft zurück. Das wollen wir nicht. Aber jetzt müssen wir wieder anfangen, uns umzugucken. Nach einmal dem Metal Sonic Hologramm halt. Oh, huh. Fast wieder meine Ringe los gewesen. Und diesem Robotifizierer. Kaputtnik, Robotnik. So. Ja, brauchen bloß das Metal Sonic Diagramm, Hologramm. Das ist übrigens gar nicht nötig kaputt zu machen, denn es bringt keinen Vorteil mit sich. Aber hey, wenn wir schon hier Robotnik aufhalten wollen, dann aber auch in jederlei Hinsicht. Hier fallen manchmal diese Samen einfach vom Himmel jetzt. Das ist, wenn ich die gute Zukunft habe, dann, dann, sobald ich ein Areal erreiche, wo normalerweise eben Bösewichter wären, werden die komplett gleich zerstört und regnen eben als diese lustigen Samen zu Boden. Oh, da ist er. Könnt ihr mal sehen, wie er fies ist und diese Hologrammviecher quält, aber nicht mehr lange. Papam. Und das Einzige, wofür es gut ist, ist, dass jetzt ab und zu solche Viecher durch die Luft fliegen quasi. So, das wäre Level 2 gewesen. Ab noch in die Special Stage. Und läuft ja soweit alles ganz gut momentan. So. Ah, das wird jetzt wieder... Da muss man sich jetzt wieder echt konzentrieren. So, hier vorne fliegt gleich einer. Hoffentlich schaffe ich den gleich. Gleich mal auf rückwärts und... Jawohl. So. So fängt es gut an. Ah, den haben wir verpasst. Das macht aber nichts. Oh, hier kommt Wasser, Wasser. Kurz springen, lang springen. Und nochmal lang springen. Jawohl. Übers Wasser und hier und... Nein! In den See. Huiuiui. Lange Pausen sind nicht gut. Wir müssen hier... Ah, verdammt, 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 verdammt. Nein, nein. Ah. Ich hasse diese Special Stages. Also, die sind wirklich cool, weil sie wirklich fordernd sind. Das... Ah, ich wollte schon sagen, das war knapp. Fast ins Wasser. Und dann doch ins Wasser und gleich nochmal. Oh, verdammt, da misst noch eins. Ja. Da war gerade... Das war's. Was da gerade erschienen ist, ist so ein Special-Robot. Die sehen ein bisschen anders aus als die normalen. Zählen nicht zu den UFOs dazu, die ich oben abcachen muss. Aber da ist manchmal Zeitverlängerung drin, um 30 Sekunden oder so. Und die kann man echt gut gebrauchen. So, wir sind in Level 3. Level 3 sieht normalerweise total robotifiziert aus und alles überall Chrom und Metall. Außer wenn wir eine gute Zukunft haben, dann sieht es nämlich so aus. Überall fliegen die Vögelchen umher. Alles ist super, alles ist schön. Kann ich mal rüber flitzen? Achso, ja, sowas. Und halt überall Ringe und alles. Also man kann sich hier echt wohlfühlen. Ein bisschen hier hochgelupft.
Ach, zu schnell. Denn da habe ich ganz viele Kisten gerade gesehen. Können wir einfach hochspringen hier. Ein bisschen Anlauf. Na, komm schon. Ja, sehr gut. Haha. Und damit treten wir jetzt Robotik entgegen. Müssen wir uns nur ein bisschen beeilen. Yay. Oh, da war Lehm und sonst was. Wow. Oh Gott, nicht zerquetscht werden. Das kann man bestimmt immer noch. So, der erste Robotnik-Gegner. Ist eigentlich ein Witz. Er macht nämlich nicht viel. Also ein bisschen vor- und zurücklaufen. Und jetzt kann ich ihn treffen. Oh. Hat er mich tatsächlich erwischt? Das werde ich nochmal treffen. Und das war schon. So. Hier runter. Befreien. Wie immer unsere kleinen. Ach nee. Eben keine Tierchen, sondern nur Blumen. So, Sonic Magic Good Future in Zone 3. Sehr schön, damit wäre das erste Level komplett abgehakt. Und es geht weiter mit Level 2.